Also ein AHS-Lehrer, ein Hauptschullehrer und ein Sonderschullehrer fahren auf eine Berghütte rauf und sagen, wir lassen es jetzt einmal ein Wochenende total krachen. Und die sind da oben und feiern und saufen sich mörderisch an. Ja. Und irgendwann einmal, wenn es am lustigsten ist, geht einer das Bier aus. Sagt der AHS-Lehrer, haha, ich bin der Gescheiterste. Ich regel uns das mit Bier. Ich fahre jetzt oben mit dem Auto und hole uns ein Bier. Das checke ich uns, obwohl es Sonntag ist. Na gut, der nimmt sein Auto, fährt runter. Nach 2 Stunden kommt er völlig fertig, saudreckig, ohne Auto, ohne Bier wieder auf die Hitten. Sagen die anderen zwei, ja, was ist mit dir passiert? Sagt er, oh, ich bin in so einer Polizeikontrolle und die haben mir gleich alles angenommen, ein Führerscheinauto, kein Bier, jetzt bin ich da aufgeräumt, bin ganz dreckig. Sagt der Hauptschullehrer, na, das musst du anders machen, da musst du das umfahren, na, pass auf, das mach ich. Na, der schnappt sein Auto, fährt runter ins Tal, nach 2 Stunden kommt er wieder saudreckig und sagt, was ist mit dir passiert? Oh, die haben das Planquadrat verlegt, das ist so gemein. Jetzt bin ich da bei der Umfahrung auch ins Planquadrat gekommen. Auto weg, Kapier, Führerschein weg. Na, sagt der Sonderschullehrer. Na, Herrschaften, jetzt lasst es mich einmal fahren. Na gut, der fährt ins Tal, kommt nach 10 Minuten zurück mit einem vollen Auto, voller Bier. Die sagen, um Gottes Willen, wie hast du denn das jetzt gemacht? Sagt der Sonderschullehrer. Meine Buben haben mich immer schon mengen. Die nächste kommt.